Katatzi, du hast Informatik und einen Jura-Hintergrund. Du bist IT-Consultant, hast mehrjährige Erfahrung in der Blockchain-Szene und zwischendurch als CAZ und in der Zwischenzeit bei CAZ gearbeitet, der Zertifizierungsstelle für kostenfreie Zertifikate. Katatzi, Verschlüsselung, Vertrauen, Sicherheitsbewusstsein und Medienkompetenz in der Gesellschaft. Uns beiden fiel keine geeignete Überleitung zu diesem großen Thema ein. Als schlicht, bitte erhelle uns. Danke. Ja, das Thema ist Zensur, wehrhafte Demokratie und Meinungsfreiheit nach dem 24. Februar. Es ist meine eigene Meinung, die ich hier präsentiere, was in diesem Kontext vielleicht relevant ist. Und andere mögen andere Meinungen haben. Meine Meinung ist auch noch nicht final, wie wir gleich sehen werden. Warum dieses Thema? Die Ukraine-Situation hat sicherlich viele Menschen jetzt gefordert und gibt Probleme, sieht man jetzt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ich bin nicht qualifiziert, um über die Ukraine zu reden oder militärische Details zu geben oder Ähnliches. Aber es gibt hier ein Subthema, das in unserer Szene, denke ich, sehr interessant sein sollte. Und ich habe nicht mitbekommen, dass da intensiv drüber geredet wurde. Deswegen habe ich dieses Thema angebracht. Und ein Thema, was für die Szene schon sehr relevant ist, schon lange, nämlich das Thema Zensur und Meinungsfreiheit und wie man das auch in der digitalen Welt verbreiten und erleben kann. Das ist jetzt brandaktuell und aktuell werden durch viele Sachen, die ich jetzt gleich anführen werde, bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen. Außerdem haben jetzt im Kontext mit dem Ukraine-Krieg sehr viele Menschen, sehr viele Gruppierungen ihre tiefen Überzeugungen über Bord werfen müssen und haben gelernt, dass vielleicht andere Punkte, die sie vorher nicht berücksichtigt haben, doch einen sehr großen Unterschied machen. Und deswegen sollten auch wir uns überlegen, ob unser Standpunkt zu Meinungsfreiheit, Zensur und was okay und nicht okay ist, eigentlich noch aktuell sind. Vielleicht haben sie sich überarbeitet, vielleicht sollten wir noch was tun, vielleicht sollten wir noch etwas nachschärfen. Deswegen möchte ich dieses Thema mit euch besprechen. Ich selbst habe auch noch keine finale Meinung. Für mich kamen jetzt halt die Fragen und daher, dass es gerade im Moment zwei große Erzählungen gibt zu dem, was in der Ukraine passiert und auch schon im Vorfeld, warum es passiert und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Beide Seiten verbreiten per se ihre Meinung sehr intensiv über Massenmedien und über soziale Medien. Und umgekehrt gibt es Verbote, teilweise für die andere Seite, teilweise weiter hinausgehend oder technisches Abschalten und intensiver Einflussnahme auf das, was halt wo gebracht wird. Und was neu ist, was wir in keiner anderen Krise bisher so intensiv gehabt haben, ist, dass die sozialen Medien selbst in diese Vorgänge involviert sind. Sie sind nicht nur eine Plattform, sondern sie agieren selbst. Die Fragen, die sich für mich ergeben, ist, was von all dem, was wir hier erleben, ist Zensur? Wer sollte sagen können, was jemand sagen darf? Wer sollte wo etwas sagen dürfen? Gibt es Grenzen? Wer soll darüber entscheiden können? Und wer, wenn es denn solche Grenzen gäbe oder gibt, soll diese denn umsetzen können? Es gibt das beliebte Zitat, das wahrscheinlich alle hier kennen. Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie es sagen dürfen. Dieses Zitat wird Voltaire zugeschrieben, ist aber nicht von ihm. Und wenn wir nach diesem Zitat leben, was sehr viele Menschen immer wieder sagen, dass sie es tun würden und auch unsere Szene gern gesagt hat, dann müssten wir nämlich jetzt auch Putins Meinung vertreten und dafür sterben wollen. Und Putins Meinung ist eine historisch falsche Propaganda. Er nimmt geschichtliche Erlebnisse, deutet diese um und deutet sie dahin, dass es kein Existenzrecht für die Ukraine gibt und begründet daher einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und mehr oder weniger die Zerstörung des ukrainischen Volkes, wenn man von Völkern reden möchte. Es beruht teilweise auf falschen Aussagen und auch jetzt noch werden falsche und widersprüchliche Aussagen zu dem gemacht, was jeweils in der Ukraine passiert, ob Schiffe gesunken sind oder nicht, wer irgendwelche Bomben abgeschmissen hat und Ähnliches, wer dafür verantwortlich ist, dass Menschen gestorben sind. Und da gibt es nicht nur eine Meinung verbreitet, sondern mehrere Positionen oder Ansichten verbreitet, was denn jetzt nun ein Fakt sein soll. Außerdem wird der Bevölkerung in Russland tatsächlich ein Zwang zur Lüge auferlegt.
was wir so eigentlich auch noch selten gesehen haben. Das Ganze mit dem Ziel der Duldung und Vertuschung von Unrecht. Nichtsdestotrotz ist die Frage, was genau ist Meinungsfreiheit, was ist Zensur? Und hier gibt es teilweise etwas Irrglauben und Missverständnisse. Das habe ich jetzt in meinen Erlebnissen in der Blockchain-Szene erlebt, weil da sind sehr viele libertäre Menschen unterwegs, die teilweise sehr spannende Menschen sind, aber für mich als hier in Deutschland aufgewachsene Person teilweise sehr schwierige Vorstellungen ergibt. Sehr viele dort sind der Meinung, dass sie immer alles sagen dürfen, müssen, können und dass das überall und global und allgemein ist und dass da auch keiner etwas gegen tun können soll. Was im Endeffekt dazu führt, dass das ein Kampf für das Recht des Lautesten ist, beziehungsweise in der Blockchain-Szene für das Recht des Reichsten, dessen, der am meisten Geld zur Verfügung hat. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich das Ziel, was wir haben, sondern unser Ziel sollte sein, möglichst vielen Meinungen, möglichst vielen Menschen ihre Meinung zu erlauben. Und ich halte es für schwierig zu sagen, dass alles, was in irgendeiner Form eingreift und eine Meinung ein bisschen was runterzieht, unbedingt direkt Zensur ist, wenn dadurch vielleicht die Meinung von anderen ein bisschen mehr gehört werden können. Wir sollten uns jetzt aber erstmal anschauen, was in Russland genau die Situation ist. Ein bisschen was zurückgehend ist es auch wichtig zu schauen, wie es um die Wahlen, die Demokratie in Russland aussieht. Seit Jahren und insbesondere bei der letzten Wahl wird vermutet oder gibt es Indizien dafür, dass es heftige Wahlfälschungen gegeben hat. Ist relativ schwer zu überprüfen, weil auch nicht wirklich Wahlbeobachter zugelassen gewesen sind. Um die Wahlen herum gab es auch ganz viele Geschenke von der Regierung an diverse Bevölkerungsgruppen, insbesondere an Rentner. Und es gibt keine echte Opposition im Parlament. Das sieht man auch daran, dass eigentlich alle Vorlagen von der Regierung zu 100% abgesegnet werden und dass auch die letzten Abweichler, zum Beispiel bei der Entscheidung des Überfalls auf die Krim, also da gab es eine Gegenstimme und diese Person ist mittlerweile auch im Exil. Andere, die gerne Oppositionsführer wären, wenn es denn eine Opposition zugelassen wäre, sind mittlerweile im Gefängnis. Auch dazu haben wir genügend gehört und es gibt Angriffe auf diese Personen und deren Leben. Zur Presse, diese ist seit Jahren relativ gleichgeschaltet. Es gibt wenige abweichende Medien oder gab, muss man eigentlich sagen. Und ab 2014 gibt es eine Internetüberwachung mit auch der Möglichkeit, diverse Websites abzuschalten. Und es gibt sehr heftige, tiefgreifende Einschränkungen für ausländische Sender, beziehungsweise auch gab. Genau, teilweise mit dem Entzug von Lizenzen und die Vorgaben sind sehr schwierig gewesen. Nach dem 24.02. hat sich das Ganze verschärft. Es gibt mittlerweile ein Verbot, den Krieg in der Ukraine tatsächlich Krieg zu nennen. Es muss Sonderoperation genannt werden und es gibt ansonsten weitere Sprachregeln und diverse Medien haben seitdem aufgegeben oder sind ins Exil gegangen. Dieses Gesetz wurde nachher auch nochmal verschärft, dass im Prinzip alles irgendwie, was in Anführungsstrichen Fake News ist, also nicht mit dem übereinstimmt, was die Regierung vorgegeben hat, das darf halt nicht mehr gesagt werden, nicht mehr verbreitet werden. Und das bezieht sich mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, auf alle Auslandstätigkeiten von Russland. In der Zivilgesellschaft muss man sehen, dass da auch sehr stark durchgegriffen wird. Es gab teilweise Proteste, es gibt, glaube ich, immer noch vereinzelt Proteste. Es gab massenweise Festnahmen, ursprünglich basierend auf angeblich verletzten Corona-Regeln, auch wenn diese Personen teilweise alleine aufgetreten sind. Mittlerweile natürlich wird dieses Verbot des Krieges halt genommen, um die Menschen halt festzunehmen. Und es gibt insofern ein Verbot, Negatives zu sagen oder das Ernsthafte zu sagen, was tatsächlich passiert. Tatsächlich gab es zuletzt, ich glaube vorgestern oder vorvorgestern, auch Forderungen innerhalb von Russlands, dass alle Kritiker doch bitte auszubürgern wären. Und das wurde ernsthaft diskutiert. Was natürlich ein sehr heftiger Eingriff wäre in die Zivilgesellschaft. Das Ganze hat eine relativ spezielle Qualität, die wir so bis jetzt noch nicht wirklich hatten. Es gibt natürlich Länder, in denen es Sprachregeln gibt, in denen auch keine Kritik an
diversen Personen oder auch an Gott oder Ähnlichem geäußert werden darf. Gerade in islamischen Ländern ist das häufig der Fall. Auch wir kennen übrigens Gesetze, die schützen den Bundespräsidenten davor, dass zu intensive Kritik geäußert werden kann oder auch andere spezielle Positionen. Da geht es aber mehr um das Amt als um die Person selbst, die kritisiert werden dürfte. Nichtsdestotrotz ist das schon gegeben. Aber was in Russland neu ist, dass eine spezielle Aktion des Staates, der Regierung, dass über diese Aktion konkret Vorgaben gemacht werden, wie das zu besprechen ist und das nicht mehr anders besprochen werden darf. Das ist eine extreme Einschränkung, während gleichzeitig ein normales Leben in anderen Bereichen weiterhin möglich ist in dem Land, was in den vergleichbaren islamischen Ländern ja nicht der Fall ist oder nicht für alle unbedingt der Fall ist. Als Folge innerhalb der Zivilgesellschaft in Russland ist es so, dass es sehr starke Brüche innerhalb von Familien gibt. Wenn manche Familienmitglieder mitbekommen, was im Ausland, also hier, gezeigt und gesendet wird oder diskutiert wird und andere Familienmitglieder nur das mitbekommen, was vom Kreml abgesegnet ist und nicht glauben wollen, dass das, was in der Ukraine passiert, tatsächlich passiert, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Russen derartige Dinge tun. Da zerbrechen gerade tatsächlich Familien dran. Die Intellektuellen insbesondere, die halt Kontakte zum Ausland haben und auch sehen, was passiert, flüchten massenweise ins Exil, auch viele ITler. Allein in Georgien sind schon über 30.000 Menschen aus Russland geflohen. Andere Zahlen sind schwer zu bekommen, weil jetzt auch nicht jedes Land darüber Buch führt. Aber es ist schon ein riesengroßer Braindrain, den wir hier sehen, wo Russland auch in der Folge drunter leiden wird und die russische Gesellschaft drunter leiden wird. Es geht aber noch weiter. Wenn die ganze Zeit nur Positives berichtet werden darf, nur gesagt werden kann, wie wichtig denn der Angriff auf die Ukraine wäre und die Vernichtung der angeblichen Nazis wäre, ist es mittlerweile so, dass in den Medien dort oder in den Diskussionssendungen die Forderungen immer lauter werden, dass da doch bitte sehr heftig durchgegriffen wird und dass die Nazis wirklich vernichtet werden und warum man denn noch nicht weiter wäre und ähnliches. Das heißt, es wird in Russland relativ schwierig werden, Teilerfolge als Sieg zu verkaufen, weil einfach die Reaktion auf die Propaganda schon so weit ist. Das Ganze fühlt sich ein bisschen was an wie 1984, George Orwell. Und zwar Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Gerade Krieg ist Frieden ist ja genau diese Sprachregelung, aber auch die Befreiung der Ukraine wäre halt auch eher eine Sklaverei und ja, Unwissenheit ist Stärke, erklärt sich von selbst. Ein anderes Zitat aus 1984 ist, Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 + 2 = 4 ist. Wenn das gewährt ist, folgt alles Weitere. Und diesen Punkt finde ich halt sehr greifend, sehr passend, weil es geht nämlich eigentlich weniger darum zu sagen, Meinungen zu unterdrücken, sondern die Wahrheit zu unterdrücken. Und das geht sehr weit über die Cancel Culture hinaus. Und das ist ein Punkt, den ich hier gerne mal sagen möchte, weil von vielen Russland-Verstehern wird gerne angeführt, dass das ja alles ein bisschen was zu vergleichen ist mit dem, was hier gemacht wird, dass unsere Cancel Culture, wo jetzt auch teilweise die Russen drunter fallen oder Russland drunter fällt, doch eigentlich das Gleiche wäre. Und das ist es eben nicht der Fall. Bei der Cancel Culture ist es so, dass Meinungen gesagt und gelebt werden und andere darauf reagieren. Diese erste Person wird dann eventuell isoliert und das fühlt sich sicherlich nicht schön an. Aber hier geht es darum, dass eben auch die anderen ihre Meinung sagen und leben wollen. Und hier stoßen einfach zwei Meinungen aufeinander. Und die eine mag überzeugender oder breiter sein als die andere. Aber das ist dann keine Zensur, wenn diese Meinungen umeinander mehr oder weniger kämpfen. Nichtsdestotrotz ist nicht nur Russland in der aktuellen Situation aktiv, in dem aktuellen Informationskrieg oder Meinungskrieg. Wir sollten uns auch anschauen, was auf der anderen Seite passiert. Gerade die Ukraine ist auch sehr aktiv. In der Ukraine wurden tatsächlich auch pro-russische Parteien verboten, eigentlich alle pro-russischen Parteien, und zwar für die Dauer des Angriffskrieges. Das kann man als sehr schwierig ansehen. Wir wissen, wie aufwendig es ist, Parteien in Deutschland zu verbieten. Außerdem wurde die Gleichschaltung aller Medien dort vorgenommen mit der Begründung, dass überall der gleiche Informationsfluss sichergestellt werden muss. Das kann ich nicht beurteilen, ob das schwierig oder nicht schwierig ist, kann aber sicherlich auch ein guter Grund sein. Wir müssen uns aber auch vor Augen halten, dass es sich hier um eine
Land im Krieg befindet und dass in der Kriegssituation sicherlich Einschränkungen in Rechte vorhanden sind und ein Staat auch einiges tun muss, was er sonst nicht tun würde. Insofern muss man hier mit Kritik etwas vorsichtiger sein als in einem Land, wo es keine derartigen äußeren Einflüsse gibt. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist, was dort passiert. Auf der anderen Seite ist auch zu betrachten, dass die Ukraine intensive Kommunikation der eigenen Position vornimmt, und zwar international, auch nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in Parlamenten und der UNO und Ähnlichem. Gerade der Auftritt in den Parlamenten ist sehr, sehr intensiv jeweils und ist definitiv ein gewollter Einfluss auf die Meinungsbildung im Parlament. Also auch eine Einflussnahme, die sicherlich einen vernünftigen Hintergrund hat, aber trotzdem hat das sicherlich auch Einfluss auf die Entscheidungsträger und die Entscheidungsträger, die von anderen Ländern eben gewählt wurden. Schauen wir mal auf Deutschland, was ist hier passiert? Das Einzige, was mir hier herausgestochen ist, ist, dass wir ein Ausstrahlungsverbot für RT.de gehabt haben oder haben. Das ist allerdings schon vor der Ukraine-Situation erlassen worden, und zwar am 3.2. und wurde von einem Gericht bestätigt am 18.3. Der Vollzug war vor einer Woche am 8.4. Die Begründung hierfür war nicht direkt die Situation in der Ukraine oder sonst etwas, sondern dass einfach RT.de nicht die Kriterien für einen Rundfunk, wie er denn in Deutschland zugelassen werden darf, erfüllt. Nämlich er erfüllt nicht die Staatsferne, die hier Pflicht für Rundfunk ist. Es hat also nichts mit der aktuellen Situation zu tun und beruht halt auf normalen Vorgängen, die es hier sonst auch gegeben hätte. In der EU allerdings wurde nach dem Angriff ein Verbot von RT, Sputnik und anderen Sendern vorgenommen und auch Sanktionen gegen präsente Menschen in den Medien erlassen, und zwar im Kontext von Sanktionen. Und hier kann man schon sehr viel kritischer sein, inwieweit das jetzt okay gewesen ist oder nicht, weil hier ja nicht direkt auf das eingegangen wurde, was hier jeweils gesendet wurde, sondern ja, ist sicherlich verständlich, aber schon etwas, was schwieriger zu beurteilen ist. UK und USA und andere Länder sind ähnlich vorgegangen und haben ähnliche Verbote erlassen, und es gab teilweise fast schon einen Überbietungswettbewerb von dem, was hier vorgenommen wird. Die Medien selbst allerdings in diesen Ländern haben sich teilweise auch sehr demonstrativ und laut zurückgezogen und selbst mitgewirkt damit, dass weniger möglich gewesen ist an Kommunikation. Manche Medien sind allerdings auch wieder zurückgegangen, zum Beispiel die BBC ist wieder zurück in Russland oder versucht zumindest dort zu senden. Andere Medien wie zum Beispiel CNN berichten relativ aggressiv über die Situation in der Ukraine. Das geht auch schon sehr weit. Russland reagiert auf all diese westlichen Aktionen damit, dass sie sehr laut feindliche Aktionen schreien. Und umgekehrt jeweils immer, wenn etwas bei Ihnen verboten wird, mit einem äquivalenten Verbot von irgendeinem anderen Medium reagieren, nach dem Motto Gleiches mit Gleichem. Allerdings gibt sie immer sehr willkürliche Gründe dafür. Teilweise, dass Fake News gesendet worden wären oder Terrorismus oder Ähnliches, was eigentlich mit der Situation überhaupt nichts zu tun hat. Und eigentlich zeigt, dass das Ganze mit dem jeweiligen Verbot, also dieses Mediums, relativ wenig zu tun hat, sondern das einfach nur ja, eine Vergeltung passieren soll. Wobei wir auch ein Auge behalten sollten, dass Russland selbst ja schon sich seit 2014 dagegen wehrt, dass ausländische Sender bei ihnen genau das machen können, was sie wollen. Aber sie regen sich jetzt auf, wenn hier entsprechend was gemacht wird. Sie wollen also Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen und behaupten, dass das hier halt nicht der Fall wäre, und treten das gleich auf ihrer eigenen Seite mit Füßen. Trotzdem stellt sich die Frage, warum reagiert der Westen so? Und das ist eine berechtigte Frage. In der Ukraine ist relativ klar zu sehen, dass es hier vielleicht berechtigte Schutzinteressen geben könnte, und zwar den Schutz des Staates. Dieser steht dann aber eben dem Menschenrecht der Meinungsfreiheit gegenüber. Und da ist die Frage, was hat wie wann Vorrang zu haben, und ist das vereinbar oder nicht? In den anderen Ländern ist es etwas weitergehend. Ich versuche da gleich noch ein bisschen drauf einzugehen. Wichtig ist mir, hier ein paar Prinzipien erstmal in den Raum zu stellen, und zwar die Meinungsfreiheit, die ein Grund- und Menschenrecht ist, das Prinzip der Demokratie, und Demokratie gibt es eigentlich nur im Kontext mit Menschenrechten, und eine Demokratie braucht auch einen Rechtsstaat. Diese
Prinzipien brauchen sich alle gegenseitig. Als letzten Punkt hierzu ist noch die Gewaltenteilung zu nennen, weil ansonsten ohne Gewaltenteilung ein Rechtsstaat relativ schwer zu verwirklichen wäre. Ein Rechtsstaat, um das nochmal kurz anzudeuten, ist, dass man sich auf Gesetze verlassen kann, dass diese durchgesetzt werden und dass Gerichte dafür sorgen, dass Entscheidungen halt entsprechend der Gesetze erfolgen, dass man weiß, was nachher passiert und dass auch nachher gesorgt wird, dass die Gesetze und Urteile eben auch tatsächlich final sind und auch tatsächlich so gelten und dass man sich nachher darauf verlassen kann. Ich will noch ein bisschen was auf die Gewaltenteilung eingehen. Es geht nämlich darum, dass wir die Legislative, die Exekutive und Judikative haben. Legislative ist die gesetzgebende Gewalt. Also wenn im Kontext der Meinungsfreiheit wären das die, die bestimmte Sachen verbieten, dass man bestimmte Sachen tut oder sagt und äußern darf oder in bestimmten Kontexten. Die Exekutive zieht genau das dann halt durch. Und die Judikative entscheidet in Streitfällen. Und das möchte ich mal herausheben, weil hier wird sehr gerne auf den Staat geschimpft und gesagt, dass eine Zensur vom Staat kommt. Da muss man eben sehr schauen, ob das von der Legislative oder Exekutive oder der Judikative kommt. Denn wenn man überhaupt in die Position kommt, dass Meinungsfreiheit irgendwo Grenzen hat, dann gibt es Streitfälle, Grenzfälle und diese müssen von Gerichten entschieden werden in einem Rechtsstaat und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, von Zensur zu reden, wenn es eine Entscheidung rund um die Meinungsfreiheit eines Gerichtes gibt. Es kann eine Zensur sein, es kann aber auch eben einfach nur der Schutz eines anderen Rechtsgutes sein, das hier gefährdet wäre. Und was ist Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit ist ein subjektives Recht eines Menschen gegenüber dem Staat, das gewährleisten soll, dass dieser Mensch seine Meinung frei äußern und auch verbreiten kann. Es ist also insbesondere ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Und es geht insbesondere, wird es in Deutschland so verstanden, dass es keine Vorzensur gibt. Das heißt, dass erstmal gesagt werden kann, was man möchte, dass dann nicht eingeschritten wird. Und das heißt aber nicht, dass die Meinungsäußerung anschließend keine Konsequenzen für den Menschen haben kann. Weil wenn es falsch gewesen ist, kann das eben doch zu Konsequenzen führen. Und es kann halt auch verboten sein. Und das kann wieder zu Konsequenzen führen. Gesagt werden kann es aber vorher. Was ist das Ziel der Meinungsfreiheit? Abgesehen davon, dass es halt für uns angenehm ist, wenn wir sagen können, was wir wollen, ist es in einer Demokratie auch tatsächlich wichtig. Es geht darum, dass wenn man keine Meinungsfreiheit mehr hätte, man keine öffentliche Meinungsbildung mehr haben könnte. Und wenn man keine Meinungsbildung mehr haben könnte, könnte man auch nicht mehr sinnvoll eine Demokratie haben. Also man könnte nicht mehr sinnvoll wählen, weil dazu muss man wissen, was man wählt und warum man das wählt und muss sich darüber austauschen können. Man muss die Regierung kritisieren können, man muss die Gesetzgebung kritisieren können und Ideen für weitere Gesetze anbringen können. Hat man keine Meinungsfreiheit, ist das alles nicht mehr möglich. Und parallel dazu ist auch noch die Informations- und Pressefreiheit zu nennen, die nämlich auch gerade in Russland sehr gefährdet ist. Da geht es darum, dass eben alle Menschen Zugang zu wichtigen Informationen haben müssen und auch erkennen können müssen, was Informationen sind, weil wenn man nicht mehr weiß, was wahr und falsch ist, dann wird man nicht in der Lage sein, eine kritische Meinungsbildung zu haben. Also dann weiß man nicht mehr, warum man jetzt wie wählen soll oder was jetzt richtig und falsch ist. Deswegen ist eine Zensur in Demokratien tendenziell verboten oder eigentlich immer verboten, weil es ein zentrales Element von Demokratien ist, Wahlen zu ermöglichen, die eben inhärent eine Demokratie definieren. Ohne Wahlen haben wir keine Demokratie. Also in Demokratien ist tendenziell die Meinungsfreiheit sehr wichtig und geschützt. In Diktaturen oder Autokratien ist das nicht der Fall, denn Autokratien haben keinen Bedarf für Meinungsfreiheit und tatsächlich stört dort im Zweifel eher eine Meinungsfreiheit, die dazu führt, dass eventuell die Regierung sich ändern muss. Daher braucht die Meinungsfreiheit Demokratie. Wenn also die Demokratie angegriffen wird, haben wir ein Problem, dann wird nämlich gleichzeitig auch die Meinungsfreiheit angegriffen. Die Ukraine, um mal wieder mehr auf die Konflikte zurückzukommen, bewegt sich in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Demokratie. Und gerade mit der Entscheidung, der EU beitreten zu wollen, und
muss sie dann weiter ihre Demokratie stärken, ansonsten wird sie die Kriterien für die EU nicht erfüllen. Und das war ja auch einer der Auslöser oder der Gründe jetzt, auch wenn es offiziell nicht so genannt wird, warum Russland jetzt in der Ukraine eingetreten ist, weil es eben entsprechende Entscheidungen und Bestrebungen in der Ukraine gegeben hat. Jetzt greift Russland aktiv diesen Staat an, und zwar mit der eigenen Meinung sehr stark, indem es halt der Ukraine das Existenzrecht abspricht, aber auch physisch mit Panzern und Soldaten und Gewalt. Und es ist wichtig hinzuschauen, was passiert, wenn Russland jetzt einen Teil übernommen hat. Da haben wir gesehen, das ist tatsächlich gefährlich für das Leib und Leben der Menschen, die dort leben. Aber auch die sonstigen Menschenrechte dort sind gefährdet. Und insbesondere ist es dort nicht mehr möglich und erlaubt, über den Krieg zu reden, wie man möchte, weil genau diese Gesetze aus Russland dann dort gelten, was dann eben genau diese Meinungsfreiheit nicht mehr möglich. Das heißt, tatsächlich in der Ukraine ist es so, dass die Ukraine dafür kämpft, dass eben ihre Bürger ihre Meinungsfreiheit äußern können. Und das wird eben versucht zu erkämpfen gegenüber Russland. Und Russland versucht, das zu verhindern. Das ist jetzt die Situation in der Ukraine. Bei uns sieht es etwas anders aus, aber auch hier versucht Russland schon sehr intensiv, die Meinungen zu beeinflussen und insbesondere unsere Demokratie anzugreifen. Und zwar, indem es halt die Spannung aufbaut, Spaltungen herbeiführt zu Themen wie Anti-EU, weil gerade die EU natürlich für Russland sehr großer Konkurrent darstellt. Dann aber auch die Flüchtlingskrise. Wir hatten erst eine Willkommenskultur hier. Und als dann sehr viel mehr Flüchtlinge immer wieder aus Syrien gekommen sind, hat sich das dann nachher auch auf sehr starke Bestrebungen aus russischer Richtung geändert. Und kleine Side Note, die Flüchtlinge kamen aus Syrien, weil dort von Russland auch sehr intensiv auf Seite gebombt worden ist und ähnliches. Die Bilder dort erinnern doch ein bisschen was an das, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Aber auch bei Themen wie Klimawandel, Klimawende und Covid hat Russland oder russische Medien sehr intensiv Position bezogen. Und tatsächlich hat das teilweise auch in Russland nicht ganz so funktioniert wie gewünscht. Aber hier hat es zu großen Problemen geführt. Und das Ganze hat Russland eben betrieben mit russischen Staatsmedien wie RT.de und Sputnik, aber auch Trollfabriken. Es wurde Geld an verfassungsfeindliche Parteien gegeben und ja, es gab auch teilweise Hacks und Leaks mit teilweise auch Fake News. Genau, es geht aber darüber hinaus. Russland betreibt auch einen sehr starken Lobbyismus hier. Haben wir es auch gerade gesehen, dass wir halt sehr stark von den Energieträgern aus Russland abhängig sind, weil tatsächlich einige Ex-Politiker sich in sehr schönen Positionen in Russland gemütlich machen konnten, ohne jetzt jedes Einzelne anzugreifen, aber insgesamt ist hier einiges gelaufen, was jetzt sehr bedauert wird hier. Hinzu kommen intransparente Finanzierungen von ein paar relativ russlandfreundlichen Parteien und auch Manipulationen oder Manipulationsversuche rund um Wahlen, insbesondere in den USA, aber auch in anderen Ländern ist das zu beobachten gewesen. Die Frage ist, ob das als Grund ausreicht, hier gegen diese entsprechenden Medien vorzugehen. Andererseits haben wir gesehen, dass wir in anderen Bereichen viel zu lange gewartet haben und wir bedauern das jetzt sehr. Genau. Trotzdem sollte man auch das Argument hören, was von Russland und anderen kommt, dass der Westen ja derartige Dinge auch macht. Ja, der Westen macht derartige Dinge auch, auch gerade insbesondere die USA. Aber Unrecht anderer legitimiert nicht das Unrecht von Russland. Und man sollte gegen beides vorgehen. Und tatsächlich haben auch gerade wir sehr intensiv gegen viele dieser Dinge, gerade in den USA und Russland, auch aktiv protestiert. Also ich war zumindest teilweise mit auf der Straße und ich weiß, dass viele andere das auch gewesen sind. Und es gab auch viele weitere Aktionen. Und man muss auch schauen, der Unterschied der Tendenzen, die hier sind, nämlich die USA und der Westen ist größtenteils in Ländern einmarschiert, die sehr autokratisch gewesen sind. Und auch die NGOs, denen da immer der Eingriff vorgeworfen wird, versuchen jetzt mehr halt zur Demokratie zu fördern. Das ist zwar alles nicht unbedingt alles immer richtig, aber Russland versucht mehr alles in Richtung Autokratie, also dahin zu treiben, dass einzelne Menschen halt profitieren und nicht, dass die Masse profitiert. Ich will das nicht schönreden, aber ich persönlich finde da schon einen Unterschied.
Russland verwehrt sich gegen diese Angriffe aus dem Westen immer sehr drastisch. Aber selbst macht es diese genauso? Und darf sich nur Russland wehren oder dürfen sich auch Demokratien wehren? Ich denke schon, dass Demokratien sich gegen Eingriffe wehren sollten. Und zwar erstmal im Rahmen der Meinungsfreiheit. Das ist politische Bildung, Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit, Sicherung der Lebensverhältnisse der Bürger, gute Vorbilder sein, gute Alternativen anbieten, Resilienzförderung. Auch dazu haben wir heute schon was gehört. Wir gehen aber auch darüber hinaus. Wir haben auch Gesetze und greifen tatsächlich in Meinungsfreiheit ein, um unser Zusammenleben zu befördern. Zum Beispiel darf es keine manipulative Werbung geben. Es darf bestimmte Dinge im Rahmen des Verbraucherschutzes dürfen nicht gesagt werden. Also da gibt es auch Vorgaben. Es darf nicht da jeder sagen, was er möchte. Wir haben eine Wahrheitspflicht bei Vertragsverhandlungen. Also man darf jetzt nicht beliebig lügen, um einen Vertrag abzuschließen. Und wir haben auch solche Dinge wie Urheberrecht, die man jetzt gut oder schlecht finden mag. Aber man darf da auch nicht alles tun, was man möchte. Strafrecht geht noch etwas weiter. Wir sagen halt, Beleidigungen, Betrug, Nötigung, Fälschung sind alle nicht okay, auch wenn das die Beeinträchtigung von Meinungen halt hat. Also man darf da auch wieder nicht sagen, was man möchte. Und wir schützen unsere Wahlen. Wir haben Regelungen für Wahlwerbung, wann sie gemacht werden darf, wo sie gemacht werden darf, wie Spots im Rundfunk zu sein haben. Wir haben enge finanzielle Vorgaben für Wahlen und wir haben ein Neutralitätsgebot von Amtsträgern, was wir beispielsweise in der USA nicht haben. Aber Amtsträger dürfen jetzt keine staatlichen Mittel verwenden, um ihre parteilichen Ideen voranzubringen. Ich möchte gerne einen Blick ins Grundgesetz werfen, weil wir hatten nämlich derartige Situation, dass ein faschistisches Land andere Länder angegriffen hat und versucht hat, einen Genozid zu betreiben gegen Menschengruppen, hatten wir schon mal. Und wir hatten das in Deutschland. Und als Folge davon wurde anschließend das Grundgesetz geschrieben. Es ist insofern etwas, was uns über demokratische Rechte oder wehrhafte Demokratien etwas sagen kann, insbesondere dass eigentlich das die einzige Verfassung ist, die die Menschenrechte nicht nur irgendwie enthält, sondern als zentralen Ankerpunkt und Ausgangspunkt hat. Wir kennen Artikel 1, die meisten kennen den ersten Satz auswendig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich finde aber den zweiten Satz auch sehr wichtig. Die Würde des Menschen zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Bumm. Also das ist das zentrale Element. Wir müssen unser Staat muss uns schützen und muss unsere Menschenwürde, unsere Meinungsfreiheit schützen. In Artikel 5 wird dann die Meinungsfreiheit genauer erklärt. Es steht auch ganz explizit da, eine Zensur findet nicht statt. Meinungsfreiheit ist genau das, was wir vorhin schon gesehen haben. Es werden aber auch Schranken dafür genannt, die in allgemeinen Gesetzen existieren dürfen oder auch zum Schutz der Jugend oder der persönlichen Ehre. Und insbesondere wird auch gesagt, dass in der Freiheit der Lehre, dass die trotzdem die Treue zur Verfassung haben muss und davon nicht entbunden ist. Also wir haben hier schon Grenzen und insbesondere eben unsere demokratische Grundordnung wird hier genannt. Ähnliches gilt für Parteien. Dort gibt es dann auch die Verfassungswidrigkeit von Parteien, die wir schon kennengelernt haben, über die das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Und ich möchte noch Artikel 18 nennen. Dort gibt es nämlich den Satz, dass wer Freiheitsrechte wie die Meinungsfreiheit und Ähnliches im Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, seine Grundrechte, diese Grundrechte verwirkt werden kann. Das heißt, der Staat kann sich tatsächlich dagegen wehren, dass diese Freiheiten gegen die Demokratie eingesetzt werden. Die Hürden sind allerdings sehr, sehr hoch, auch zu Recht sehr hoch, denn darüber entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht. Aber es ist tatsächlich so, dass es möglich ist und dass es auch gesehen wird. Insofern, es gibt Grenzen der Meinungsfreiheit, die sind zum Schutz des Staates da, aber auch für andere wichtige Interessen wie Beleidigung und Ähnliches sind halt nicht möglich. Genau. Jetzt würde ich gerne mal einen Blick von unserem Staat auf die sozialen Medien werfen, weil die spielen hier auch eine Rolle, sind auch aktive Parteien in diesem Konflikt.
Und zwar gibt es halt Reaktionen der Medien, der sozialen Medien halt auch. Im Vorfeld, analog zu Deutschland, hat YouTube auch schon rt.de als Kanal verboten, wegen Falschinformationen über Corona interessanterweise, und ist damit seinen eigenen Richtlinien gefolgt. Im Großen und Ganzen alle anderen sozialen Medien, und die möchte ich jetzt hier jetzt aus Zeitgründen einheitlich behandeln, ist es so gewesen, dass nach dem Angriff der Ukraine nach und nach die Plattformen alle möglichen russischen Quellen, also nicht alle, aber halt diverse und gerade diese zentralen Medien auch verboten haben oder eingeschränkt haben und umgekehrt herum dann von Russland dann abgeschaltet oder eingeschränkt wurden. Im Großen und Ganzen ist es kaum noch möglich, Informationen über die sozialen Medien nach Russland kommen zu lassen. Und auch diese russischen Plattformen spielen auch in den sozialen Medien kaum mehr eine Rolle. Hier sind also die sozialen Medien tatsächlich Akteure geworden. Allerdings haben diese sozialen Medien im Großen und Ganzen erst nach dem Krieg agiert, erst nachdem ihr müsst jetzt alle Krieg nicht mehr verwenden, Gesetz gekommen ist. Und nachdem deutliche Angriffe auf Zivilisten bekannt geworden sind und diese Sanktionen von den Ländern gegriffen haben, von den westlichen Ländern erlassen worden sind. Es war also nicht sehr proaktiv, sondern im Großen und Ganzen erst im Nachhinein, während auch andere große Firmen reagiert haben. Es ist ein bisschen was zu sehen oder in einer ähnlichen Reihe wie der Angriff aufs Kapitol. Da ist halt auch ganz viel vorher in den sozialen Medien gelaufen, wo Menschen sich die Meinungsfreiheit sehr auf die Fahne geschrieben haben, die sehr fraglich gewesen ist und andere damit versucht haben, mundtot zu machen. Da wurde auch erst im Nachhinein von den sozialen Medien reagiert. Und ähnliches auch rund um wahrscheinlich manipulierten Wahlen, wo halt auch sehr viel Einflussnahme in den sozialen Medien gewesen ist. Und zwar wurde eigentlich jedes Mal dann aufgrund von ihren eigenen Regeln reagiert, aber diese Regeln haben sich nicht geändert, die gaben es auch vor, existiert, aber trotzdem ist erst der tatsächliche physikalische Event der Anlass gewesen, dass diese Regeln tatsächlich gegriffen haben. Und das sehe ich als sehr kritisch an, das geht schon sehr stark in Richtung Willkür und wer entscheidet eigentlich was wann. Social Media und Meinungsfreiheit ist hier halt die Frage. Kann man hier das von denen genauso fordern wie von anderen? Es sind erstmal private Organisationen und die Grundrechte, die Meinungsfreiheit gilt erstmal gegenüber dem Staat und das ist auch wichtig so, dass es nicht zwischen Privatpersonen prinzipiell gilt. Private Organisationen haben auch erstmal ein Hausrecht und Vertragsfreiheit und sie können erstmal prinzipiell selbst entscheiden, was bei ihnen möglich ist. Sobald sie aber mehr oder weniger Monopolpositionen bekommen, also es keine Alternativen mehr zu ihnen gibt, ist es ein bisschen was schwieriger, so vorzugehen, denn dann sind sie die Plattform und sie müssen dann im Prinzip auch die entsprechenden Grundrechte oder dort müssen dann auch die Grundrechte sichergestellt sein. Desto mächtiger eine Plattform ist, desto näher muss es sich an dem halten, was halt der Staat zu garantieren hat. Und ansonsten muss der Staat tatsächlich auch eingreifen, weil, wie wir gesehen haben in Artikel 1, der Staat muss uns schützen, dass wir unsere Rechte tatsächlich haben. Das gilt natürlich insbesondere für die selbstgegebenen Regeln, die wir halt auch so direkt halt gegen Social-Media-Plattformen eigentlich durchsetzen können müssten und nicht erst warten müssten, bis die selbst was durchgreifen. Menschenrechte sind global, das heißt, sie dürften nicht von lokalen Gesetzen abhängig sein. Manche anderen Rechte möchten wir aber vielleicht trotzdem auf den sozialen Medien auch haben. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber wir möchten auch vielleicht, dass unsere demokratischen Rechte und sowas geschützt werden, die es vielleicht nicht überall gibt. Aber das ist hier halt die Frage, wie weit dürfen wir diese angegriffen haben auf den Plattformen und ab wann müssen wir selbst oder können wir eigentlich das verlangen, dass diese geschützt werden von den Plattformen und nicht angegangen werden dürfen dort? Wer garantiert diese Rechte in den sozialen Plattformen? Gibt es da allgemeine Kriterien? Müssen wir im Zweifel lokale Kulturen, Geschichten, Gesetze berücksichtigen? Gilt das überall? Oder das ist halt schwierig, weil soziale Medien sind global. Man kann hier ein paar Kriterien in den Raum stellen. Ich würde da halt die Würde des Menschen sehen mit Jugendschutz, Privatsphäre, Beleidigungen, aber auch Integration von irgendwelchen Gruppen von Personen, die sich zusammenfinden,
Auch die Stabilität von Staaten steht jetzt hier im Raum, die gefährdet sein kann, langfristig durch bestimmte Aktionen, Meinungsäußerungen, wenn die sich Propaganda, wenn die sich zu stark anhäufen, können sich da Staaten vielleicht gegen wehren wollen und die Menschen in diesen Staaten vielleicht auch, weil auch ein bisschen was Mehrwert geben Staaten vielleicht den Menschen schon. Was ist mit Angriffen auf demokratische Strukturen? Sollen wir die halt alle dulden müssen oder nicht? Dann ist auch die Frage, ob Verfolgung von Straftaten halt eventuell auch in sozialen Medien durchsetzbar sein müssen. Denn man muss sich schon zugute halten, dass zumindest in demokratischen Staaten oder in guten Staaten die Straftaten oder Straftatbestände dafür da sind, um Angriffe gegen Menschenrechte zu schützen oder zu verhindern. Und wenn man diese Straftaten verfolgt, dann versucht man halt genau diese Angriffe wieder zu reparieren. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das für uns wichtig sein kann, dass eben nicht alles immer unbestraft folgt, auch wenn wir nicht wollen, dass jeder beobachtet wird. Das muss ja nicht unbedingt miteinander einhergehen. Also ich bin da auch sehr zwiegespalten. Aber ich sehe dort auch einen Punkt, der nicht zur Genüge immer überall möglich ist. Die Schwere deines Vortrages. Ich bin auch nicht was. Und alles klar, gerne, entschuldige. Gut, wir haben, ein Punkt, der mir noch wichtig ist als mögliches Kriterium für soziale Medien, wie sie vielleicht vorgehen sollten oder nicht vorgehen sollten, ist die Wahrheit. Und wenn nicht mehr klar erkennbar ist, was wahr ist, haben wir einen Angriff auf unsere Informationsfreiheit, wo es ja darum geht, dass wir uns selbst informieren müssen. Informieren können müssen. Und es gibt da die Unterscheidung, ob man jetzt wirklich alles durchgehen muss, was ein Fakt ist. Es sollte sicherlich wichtig sein. Und die Unterscheidung, was ein Fakt und eine Meinung ist, müssten wir uns vielleicht auch mal drauf schauen. Es gibt hier in diesem Bereich schon etwas. Es gibt Menschen, die schon seit 2016 aktiv sind. Und zwar gibt es die Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union. Die wurde 2016 vorgestellt und 2018 nochmal erweitert oder verschärft. Es sind 75 Initiatoren unter dem Dach der Zeitstiftung zu finden unter Digitalcharta EU. Es gibt allerdings auch einige Kritik daran. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Vorschläge dort eingehen. Es wird kritisiert, dass es doch teilweise sehr wischiwaschi Vorschläge sind, dass es ein Wünsch-dir-was ist, was so ungenau ist, dass man nicht wirklich direkt was daraus ableiten kann. Und auch, dass es ein sehr deutsch-zentriertes Ding ist. Und die Frage ist auch, inwieweit dann eben genau diese Demokratie an sich darin geschützt ist und nicht nur die individuellen Menschenrechte, Meinungsfreiheit in diesem Fall natürlich hauptsächlich. Ich bin in diesem ganzen Bereich immer noch relativ unsicher, aber die Frage ist, was hat sich jetzt Neues entwickelt? Und ich finde, dass durch diese Angriffssituation in der Ukraine klar geworden ist, dass wir einen Informationskrieg in irgendeiner Form haben, dass es bewusste Bestrebungen von Demokratien und Staaten gibt, auf andere Demokratien und Staaten einzuwirken und diese zu spalten. Das gab es sicherlich früher schon, aber das hat eine neue Qualität bekommen, eben, dass es halt sehr viel drastischer und breiter ausgeführt wird. Und insbesondere läuft das sowohl jetzt von den Demokratien gegen die Autokratien, aber auch die Autokratien wehren sich jetzt gerade sehr drastisch und intensiv. Und da müssen wir im Zweifel auch schauen, ob es nicht jetzt doch ein Zeitpunkt ist, nochmal zu schauen, wie wir unsere Demokratien eben auch in den sozialen Plattformen schützen und absichern können. Ja, ich muss wirklich gleich, ja. Herzlichen Dank für diesen Vortrag, der alleine durch die Tiefe und den philosophischen Gehalt. Ich höre gerade, du hast noch eine Folie, ein Slide. Genau, ich habe zwei Slides. Ich denke tatsächlich auch ein bisschen an die Zuhörenden und auch diejenigen, die ihre Fragen in den Question and Answer geschrieben haben, dass wir die nicht vergessen. Ja, genau. Also ich habe noch zwei Slides. Das hier ist die vorletzte Slide. Was können wir tun, um dazu zu kommen, dass wir halt unsere Demokratie verteidigen, aber unsere Meinungsfreiheit nicht gefährden? Das ist der Punkt, der mir wichtig ist.
Wir können unsere Politik und die Gesellschaft immer wieder daran erinnern, dass es antidemokratische Gefahren gibt und dass unsere Demokratie wertvoll ist und wir diese auch schützen müssen und eben nicht nur gegen den Staat zu kämpfen haben, sondern eben auch im Zweifel mit dem Staat müssen was zu kämpfen haben, wenn er unsere demokratischen Rechte schützt. Es ist wichtig, Bildung hervorzuheben und die Resilienz in der Bevölkerung zu befördern, eben auch durch politische Bildung, aber auch durch andere Bildung. Man sollte immer wieder hervorheben, dass unsere Menschenrechte wichtiger sind als die Wirtschaftsrechte, die wir jetzt halt teilweise ausgespielt haben und jetzt von Staaten abhängig sind in manchen Bereichen, wie wir sie nicht abhängig sein möchten, was auch sehr negative Folgen für uns, aber auch für andere Menschen auf der Welt hat. Und Menschenrechte gelten für alle, nicht nur für uns Deutsche, sondern auch für Ukrainer. Genau, und das ist halt auch wichtig und das sieht man in vielen Bereichen der Gesellschaft jetzt auch, dass es Schutz- und Verteidigungspflichten gibt und hier möchte ich eben auch darauf hinweisen, dass es eben diese Schutz- und Verteidigungspflichten eben auch für Meinungen gibt, für unsere Meinungen, aber eventuell auch für Meinungen, die wir halt auch gar nicht so gerne hören möchten, aber auch das hat Grenzen und diese müssen wir genau finden und da müssen wir schauen, dass wir vernünftige Kriterien vordenken können als Gesellschaft. Und ich denke, gerade wir hier sind sehr, sehr weit da drin, Kriterien zu finden, bessere Strukturen zu finden oder vorzudenken oder dafür Anregungen zu bringen und auch Techniken zu etablieren, wie wir es auch schon mit Kryptographie halt schon getan haben. Und meine Conclusion ist, dass ich halt immer noch unsicher bin und merkt man mir, glaube ich, auch an, dass ich keine endgültige Meinung habe, aber trotzdem sehe ich Gefahren und ich denke, die sollten wir laut weiter propagieren und wir sollten dafür schauen, dass wir, wenn dann die nächsten Einschläge halt auch zu uns wiederkommen, die nächsten Verbote im Raum stehen, dass wir dann vielleicht unsere Antworten parat haben, was okay und was nicht okay ist und unsere Kriterien schärfen und propagieren und dass wir Techniken finden und vielleicht auch schon andenken und entwickeln und ähnlich wie wir es halt im Rahmen von Tracking bei Corona gemacht haben. Da ist ja auch ein Thema gewesen, was uns sehr überrascht hat, wo aber der CCC mit einem sehr tollen Kriterienkatalog hervorgekommen ist, sodass wir die Gefahren des Trackings soweit eingrenzen konnten, dass, wie es möglich gewesen ist, um gleichzeitig den Gesundheitsschutz halt zu bekommen. Und ich denke, Ähnliches können wir hier auch haben und es ist wert, die Meinungsfreiheit auch entsprechend vorzudenken. Ja, danke. Ganz herzlichen Dank. Und noch einmal für die Tiefe dieses Vortrages, die uns unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht an den Grundfesten gerüttelt hat, sondern uns daran erinnert hat, was wir damit haben. Ich glaube, es schafft auch ein großes Bewusstsein in diesen Krisen- und Kriegszeiten darüber, was wir tatsächlich für einen Luxus haben, in so einer Demokratie nicht nur leben zu dürfen, sondern auch eben unsere Meinung frei äußern zu dürfen. Denn in der Tiefe und in der Weite fällt mir als eine der Beiträge im Q&A-Pad sofort eine, was soll ich sagen, eine Zeile ins Auge. Was ist Wahrheit? Als Bibelzitat Johannes 18, 38. Was ist Wahrheit? Gibt es tatsächlich in der Parallelität zu deiner Zertifizierungsstelle oder der Zertifizierungsstelle, für die du gearbeitet hattest, objektive Kriterien, an denen wir uns entlanghangeln können, um zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Das ist tatsächlich einer meiner Ausgangspunkte gewesen, als ich auf die Idee dieses Vortrags gekommen bin. Und spannenderweise habe ich tatsächlich auch schon ein Seminarthema darüber gehabt in meinem Jura-Nebenfach. Das geht aber zu weit, um das jetzt hier auszuführen. Das ist eine Frage, die nicht wirklich einfach zu beantworten ist und die meiner Meinung nach auch nicht endgültig zu beantworten ist. Wenn, dann können wir das vielleicht nachher im Breakout-Room behandeln. Danke für diesen Hinweis. Da möchte ich tatsächlich alle Teilnehmenden ein bisschen darauf vertrösten, ob der fortgeschrittenen Zeit.